Kommt alle auf meinen Server und steht dahinter, bitte mach keine Werbung. Hey Leute, heute zeige ich euch ein Plugin, was Werbung auf euren Server blockiert. Das Plugin tut ganz normale Minecraft-Server-IPs wie diese hier oder diese hier blockieren. Und natürlich auch so Minecraft-IPs, also so Minecraft-Server-IPs mit wie zum Beispiel minecraftserver.de, .net, .com, .org, was weiß ich, was es alles gibt. Oder halt, wenn es auch eine Website ist, das wird alles geblockt. Das ist gut an diesem Plugin. Und selbst wenn derjenige denkt, ja, ich mache jetzt vielleicht mal, Minecraft-Server, .de und dann .de. Das Plugin merkt es, hier seht ihr, diese Symbole erkennen es alles und Space ist ja die Leertaste. Und da könnt ihr, und das Plugin ist halt sehr gut, und um das halt zu verhindern, dass jemand Werbung macht für seinen Server und dann alle User von eurem Server oder viele User von eurem Server runtergehen und auf den Server vorbeischauen. Ja, und da würde ich sagen, dann laufen wir nicht mehr so viel und downloaden uns das Plugin mal hier. Download now. Und dann speichern wir es. So, ich ziehe mir diese Datei auf den Desktop. Und warum ist es ein ZIP-Archiv? Ganz einfach. Das Plugin bekommt ihr einmal in einer ganz normalen Version. Für ganz normale Spiked oder Bucket-Server. Und einmal für Bungee-Core-Server. Deswegen ist es so ein ZIP-Archiv. Dafür braucht ihr WinRAR. Ich verlinke das euch nochmal in der Beschreibung. Das braucht ihr auf jeden Fall, um dieses Archiv zu öffnen. So, aber ich schätze, das hat eh jeder. Von dem her gehe ich auf Entpacken nach. Und dann ist hier ein Ordner. In diesem Ordner ist einmal das Plugin ohne Bungee drin und einmal mit Bungee. Da steht einfach Bungee und da, wo nichts steht, ist das Normale. Ich ziehe mir das Normale auch mal auf den Desktop, weil ich habe ja hier einen ganz normalen Bucket-Server. Gehe in den Plugins-Ordner, ziehe das hier rein, also die Char, in den Plugins-Ordner. Starten Server mit Startserver.bat, gehe in den Plugins-Ordner. So, jetzt ziehe ich dahin, ups, jetzt ziehe ich mir die Konsole nicht mehr, dahin und ziehe das ein bisschen größer, so. Und jetzt nehme ich hier, das Server lädt irgendwas und jetzt startet er und generiert ein paar Welten. Und jetzt ist der Server fertig hochgefahren und hier steht auch schon vom Plugin Enabling. So, hier ist ein Ordner, da gehen wir rein. Da ist einmal eine Config und ein Log. Diese anderen Dateien, die sich hier gebildet haben, warum sage ich Dateien? Ganz einfach, das sind immer unterschiedlich viele. Am Anfang ist es ein, ich hatte es aber auch schon mal, dass es drei sind. Also es sind unterschiedlich viele Dateien, die haben euch nicht zu interessieren. Also, die Log-Datei und die Config-Datei hat euch zu interessieren. Die anderen Dateien, da sollt ihr nichts dran machen, die hat euch nichts zu interessieren. Also, die haben euch nichts zu interessieren, genau. Gehen wir in die Log-Datei. Da ist noch nichts. Aber wenn jemand auf unserer Werbung macht und ihr seid offline, dann wird es zwar vom Plugin geblockt. Und da steht, und dann tut dieses Plugin diesen Versuch, Werbung zu machen, auch protokollieren. Das bedeutet, hier wird dann aufgeschrieben, zum Beispiel, Valogan hat versucht, Werbung zu machen, und dann wird auch aufgeschrieben, für was ich Werbung machen wollte. Das sehen aber nur die Leute, die auf den Server Zugriff haben. Das sieht man nicht ingehen, das sieht man nur hier. Und dann können die auch sagen, ja, ich banne ihn jetzt, weil es auf den meisten Servern auch verboten ist, genau. Und dann gibt es hier noch eine Config. In dieser Config befindet sich einmal eine Einstellung, um die Message zu ändern, die ausgegeben wird, wenn man Werbung macht. Ich mache das hier mal weg und gebe meine Message ein, die das Plugin ausgeben soll, wenn jemand versucht, Werbung zu machen. Zum Beispiel, bitte mach keine Werbung. So, Ausrufezeichen. Und dann haben wir noch eine Domainlist. Das bedeutet, wenn jemand versucht, für server.tk.ru.de und für all diese, von allen diesen Domains aus dieser Liste Werbung zu machen, werden die alle geblockt. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ja, da ist doch gar nicht diese Endung OOK zum Beispiel dabei und die gibt es, dann wird es zum Beispiel nicht geblockt. Dann sagt ihr einfach, okay, das soll jetzt auch geblockt werden, dann gebt ihr hier einfach hier, macht hier einen neuen Eintrag und macht OOK ohne Punkt. Und dann werden alle Server oder Webseiten mit OO.OOK auch geblockt. Auch wenn es die Endung auch gar nicht. Ihr könnt halt ja die Endung reinschreiben, die ihr kennt.
Ja, werden die geblockt. Die gängigen sind aber schon am Anfang an drin, also von Anfang an. So, dann gibt es hier noch eine Whitelist, die für euch vielleicht noch interessant. Nämlich, es macht wenig Sinn, dass wenn zum Beispiel ein User fragt, hey, hat der Server eine Webseite? Und angenommen, euer Server hat eine Webseite, dann wenn andere User das schreiben, wird dieser Kommando, aber diese Webseite halt die URL geblockt, weil es Werbung ist. Macht wenig Sinn. Deswegen schreibt ihr eigentlich eure Webseite oder eure schreibt ihr eure Webseite oder hier eure Minecraft-IP, wie hier könnt ihr auch hinschreiben, dass sie nicht geblockt werden soll. Schreibt ihr einfach hier eure Webseite, wie Webseite.net dahin. .net. Und dann wird, wenn eure Webseite Webseite.net heißt, zum Beispiel eure Webseite heißt Webseite.net, dann wird die nicht geblockt. Dann können Spieler dafür auch sagen, ja, das ist die Website, da kannst du die Premium kaufen und was weiß ich. So. Und dann speichern wir. So. Wir laden den Server. So. Und jetzt sind hier jetzt ein neue Dateien gekommen. Aber ich habe gesagt, die müssen euch nicht so interessieren. So. Das war's von diesen Config-Partys, ich immer drin. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Game. Bis gleich. So, jetzt sind wir in-game. Und mal angenommen, ich bin jemand, der 5 in meinen Server Werbung machen will, der schreibt einfach mal in den Chat. Kommt alle auf meinen Server. Und dann schreibt man natürlich noch die IP. In dem Fall ist es jetzt eine IP mit Port dahinter. Und wenn ich das jetzt abschicke, dann steht da, kommt alle auf meinen Server. Und dann steht dahinter, bitte mach keine Werbung. Also die IP wird sozusagen... Der Rest der Nachricht wird gesendet, nur da steht halt dann, also da, wo eigentlich dann die IP stehen sollte, steht da halt, bitte mach keine Werbung. Eigentlich ganz nice. Und jetzt mal, wie sieht's aus mit diesen Plugins, mit den Server, die eine Namens-IP haben, sag ich's. So nenne ich sie ja immer, das sind eigentlich die IPs wie beispielserver.de und zum Beispiel sag ich jetzt mal, probiert, Bedwurst auf meinem Server aus. Und dann schreibe ich da vielleicht hinten dran beispielserver.de. So. Und dann steht da einfach nur, bitte mach keine Werbung. Ja, weil das Blanken das ja natürlich als Werbung anders sieht. Und dann macht es halt anscheinend den ganzen Text, hat es dann als, bitte mach keine Werbung. Umgeschrieben oder wie man es nennen will. Auf jeden Fall, die Spieler bekommen nicht die IP mit und somit gehen sie von eurem Server nicht weg, sondern die Werbung ist geblockt. Ich finde es Flaggen eigentlich ganz gut und wenn es euch gefallen hat, dann probiert es Flaggen mal auf euren Server aus und dann würde ich sagen, ciao Leute, haut rein.